Das ist Regina und ihr alter Monitor im Homeoffice macht ihr ganz schön zu schaffen. Jetzt muss ein neuer her. Ein sparsames Gerät soll es sein. Aber die Vielfalt hat Regina erst einmal umgehauen. Dann aber hat sie Folgendes entdeckt. Das neue EU-Energielabel für elektronische Displays und Monitore hilft Regina, sparsamere Geräte leichter zu erkennen. Die Plusklassen auf dem alten Label fallen weg. Das neue Energielabel richtet sich jetzt ganz einfach nach dem A- bis G-Schema. Da die Skalierung nach neuen Maßstäben stattfindet, werden die Karten komplett neu gemischt. Geräte der bisher höchsten A3-Plus-Klasse können nun auch mal nur in der Klasse C oder D landen. Die höchste Klasse A wird ohnehin erstmal nur für zukünftige Innovationen freigehalten. Der Energieverbrauch wird pro 1000 Stunden angegeben. Des Weiteren findet sie Informationen zum Verbrauch im HDR-Modus, den Bildschirmmaßen und zur Auflösung des Monitors. Und für weitere Informationen wie das Produktdatenblatt kann Regina auch ganz einfach den QR-Code auf dem Label scannen. Mit einem energieeffizienten Monitor spart Regina langfristig nicht nur Kosten, sondern tut auch der Umwelt gut. Dank der neuen EU-Ökodesign-Verordnung können Geräte, die das neue EU-Energielabel tragen, übrigens auch besser repariert werden. Ein weiteres Plus für die Umwelt. Viele weitere Informationen, auch zu anderen Produktgruppen, finden Sie in der kostenlosen Broschüre zum neuen EU-Energielabel, welche Sie auf der Website www.bestellen.bayern.de unter dem Stichwort Energielabel ganz einfach beziehen können.